Gestern, liebe Schwestern und Brüder, hörten wir von der herodianischen Unsicherheit oder Ratlosigkeit im Blick auf dem, was da berichtet wird von diesem Jesus, was er tut. Wie kann eine solche Kraft in einem solchen Menschen wirken? Und es werden die unterschiedlichen Deutungen vorgenommen, so auch heute bei den Jüngern. Sie referieren brav, was denn die Leute so sagen. Aber sie, die Jesus die ganze Zeit nahe sind, die mit ihm gehen, wissen mehr. Sie ahnen es vielleicht bisher nur. Aber jetzt sprechen sie es aus. Petrus spricht es aus. Für wen haltet ihr mich? Und er antwortet, für den Messias Gottes. Wenn wir uns einmal in diese Situation hineinverdenken, was das für diese Männer bedeuten muss, die von diesem Jesus eine unglaubliche Anziehungskraft erfahren, die alles stehen und liegen lassen, um ihm nachzugehen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und dann plötzlich die Gewissheit, dass Jesus nicht widerspricht, dass er in all diese Deutungsmuster ein wiederauferstandener Elia oder ein Johannes der Täufer, irgendwie passt das, aber es ist alles zu klein. Es ist nicht deckungsgleich, es ist nicht genug. Selbst wenn man alles zusammennimmt, es ist nicht genug für ihn. Er ist der Messias Gottes. Und zugleich können wir uns die Jünger vorstellen, wie sie geradezu befreit sind, wie ihnen ein Stein vom Herzen fällt. Boah. Wir sind mit dem Messias Gottes zusammen, auf den alle warten, sich die Augen ausgucken, sich die Lunge aus dem Hals beten. Wir sind mit ihm zusammen. Und genau in dieses Moment einer Selbstsicherheit senkt Jesus seine Vorstellungen. Genau in diesem Moment. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiter zu sagen. Und er fügt an, der Menschensohn muss vieles erleiden, er wird verworfen werden, er wird getötet werden. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Ist das nicht heute auch unsere Erfahrung, oder es ist wahrscheinlich die Erfahrung des Christentums aller Zeiten, dass wir dieses selbstgefällige Christentum kennen? Ja, irgendwie sind wir ja schon auf der richtigen Seite. Wir sind getauft. Wir kennen das auch, dieses, manchmal kann man das beobachten, die Selbstzufriedenheit der Amtsträger, die sich dann knuffen und die dann von der Freude sprechen, und irgendwie ist es doch alles eigentlich ganz schön. Ist das nicht schön, Christentum? Ja, darf es sein, soll es auch sein. Aber es muss durch die Passion hindurch. Immer in diesen Momenten der Selbstgewissheit wird diese Selbstgewissheit zerstört. Das ist ein Erbe Christi. Christentum ist keine Wohlfühlreligion. Dabei geht es nicht, das muss man auch immer auf der anderen Seite sagen, es geht nicht um diese gequälten Mienen, die sich durch die Kirchenbänke schleichen, wie Schnecken, die nicht vorwärts kommen. Es geht nicht um dieses Selbstmitleid, dass es ja ach so schwierig ist in dieser Zeit. Nein, das sind alles selbstgemachte Passionen, die interessieren keinen. Nein, es ist immer der Blick auf das Kreuz. Es ist immer der Blick darauf, das Leid anzunehmen, das sich stellt. Und das klar wird und das sich erst dann erhält, wenn man weiß, man folgt einem Messias, ja. Aber man folgt einem gekreuzigten Messias. Man folgt einem verworfenen Messias. Und wenn man dann den Satz hört, dem Jünger wird es nicht anders ergehen als dem Herrn, dann sind eigentlich alle Fragen geklärt. Und erst durch diesen Weg gelangen wir zur Auferstehung. Es sind wahrscheinlich nicht die medial aufbereiteten, selbstzufriedenen, fröhlichen, strahlenden Gesichter, die wir heute so suchen und so gerne sehen. Heute stellt uns die Kirche einen kleinen Mann aus der franziskanischen Familie vor Augen, der sein ganzes Leben lang im Beichtstuhl verbracht hat und der die Nähe zu dieser Passion und zum Gekreuzigten dadurch zeigt,
dass er offenbar auf dem richtigen Weg ist, weil Christus ihn mit seinen Wundmalen auszeichnet. Das ist kein strahlender Sieg. Das ist bis heute auch medial umstritten, wenn man diese frühen Fernsehbilder sieht. Ob man dem Pater Pio damit einen Gefallen getan hat, lassen wir mal dahingestellt sein. Ein Mann, der Jahrzehnte nichts anderes tut, als diesen verworfenen, leidenden, gekreuzigten und auferstandenen Christus zu repräsentieren, indem er sich den ganzen Dreck anhört, stundenlang, Tag für Tag, ohne Unterbrechung. Und dann im Namen Christi die Barmherzigkeit Gottes ausspricht. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist gelebtes Christentum.